Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Warhammer 40.000 Armageddon. Und wir setzen wie immer beim letzten Mal fort. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Die Salamander werden wir nach Süden schicken. Da brauchen wir also nicht allzu viel Truppen. Was wir erstmal brauchen, ist überall einen Aufklärer. Einen Aufklärer hier. Einen Aufklärer hier. So, dann würde ich die Titanen im Norden belassen. Die sollen da einmal voll durchstoßen. Unsere schweren Panzer würde ich einmal im Zentrum belassen. Dann bräuchten wir hier eine Todesstoßrakete und hier eine Todesstoßrakete. Im Süden Panzerjäger, normaler Kampfpanzer, zweimal Artillerie. Während hier oben die Artillerie kommt, dann werdet ihr von den Terminatoren unterstützt. Und dann verteilen wir allgemein die Infanterie ein bisschen. Ein Okontrop hier, ein Okontrop hier, ein Okontrop unten, indirekte Artillerie, ein Mörser. So, der Frontberichterstatter kommt hier in den Süden. Und hier noch einen normalen Panzer und hier noch einen normalen Panzer. Wie gesagt, unsere Südgruppe mit den Salamanders attackiert die Brücke im Süden. Die Zentrumsgruppe, die am schwächsten ist, aber halt die dicken Panzer hat, attackiert über den Stygis rüber diese Ork-Befestigung und unsere Titanen gehen frontal durch. Okay, dann fangen wir mal an. Und wir sehen, dass wir schon viel sehen. Direktes Feuer, ja, okay. So, die Nordgruppe muss noch die Panops nieder machen, sehr gut. Ihr fahrt mal vor. Schaden gezogen. Aber nicht weiter schlimm. Die Infanterie geht hier ein bisschen vor. So. Mit den Salamandern gucken wir mal. Wir können hier erstmal mit den Sentinel hier vor. Die Berge blockieren die Sicht. Und dann sehen wir, dass da alles voll ist. Okay, eindeutig was für die Salamander. Was haben wir denn da? Die müssen ja diese Kampfgruppe vernichten, vor allem mit den Stomper. Haben wir hier, haben wir schwere Flammenwerfer, Feuerdrachen. Alles klar. Dann haben wir hier einen Panzerjäger, Kampfpanzer. Cyborg, mit denen gehen wir mal. Naturschaden. 1 und 3 Raketen. Wo sind sie weg? Du hast Hurricane-Bolter, zwei Multimelder und zwei Ansturmkanonen. 1-2 Reichweite.
brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Ziehen wir unsere Truppen also leicht nach Norden. Eine Sichtweite von 2, ne? Ja, okay. Ah, ich glaube, unser Sentinel wird ganz schön einstecken müssen. Die sich. Gut. Diese Sturmgruppe der Orks in der Mitte müssen wir zerschlagen. Hier ist keine Sturmgruppe. Dann gucken wir ab. Also wir werden hier im Süden, werden wir hier vermutlich unter auf den Sack kriegen und Imperium Sanctus wird vielleicht verloren gehen. Aber dann ist das so. Im Norden haben wir hier oben alles gemacht. Alles verschießt man, hat geschossen, hat sich bewegt. Können wir den Titan noch mal ein Stückchen vorgehen? Gut, wir geben ab. Okay. Stopper geht. Wir gehen erstmal auf den Sentinel. Aber komplett. Ah, gut, der ist weg. Die Helikopter von den Orks? Gut. Neuen Sentinel kaufen. Das? Das war's, okay. Wir müssen erstmal so. Stomper könnte man da gut Schaden drücken. Also Kommandant ja da, ne? Muss mal das Ding weg. Der Busse, die dicken Orkbosse weg. Ich schieß mal jetzt schon zusammen. So, von Berichterstatter kommt. Das sieht dann auch schon deutlich besser aus. Schön viel Schaden gedrückt. Du holst dich mal eine Runde. Und die Orkens machen den im Nahkampf nieder. Direktes Feuer vor Gewinn. Defcopter kriegt ein bisschen Artillerie rein. Das sieht gut aus. Da haben wir fast den Durchbruch geschafft. Das kann man eigentlich unseren Titan hier oben schon fast allein überlassen.
ein Lebenspunkt, dann kann man leben. Oder kein, keiner ist auch gut. Okay, die haben ja die Brücke vor. Das sieht gut aus. Wenn wir hier durchgebrochen sind, können wir nämlich mit den Titanen nach Süden marschieren. Hier im Zentrum lassen wir uns Zeit. Und diese Verteidigungsorg-Horde haben wir da schon größtenteils schwer angeschlagen. Das Ding müssen wir noch zerstören. Da lassen wir uns Zeit. Mal gucken, worauf sich jetzt konzentriert. Man kann den hier mit dem blocken. Hä? Aber nächste Sentinel? Finde ich nicht gut. Gehen alle auf den Sentinel. Frechigkeit. Oh, und hat den Commander raus, Tushan rausgehauen, okay. Er hat sich mal kurz in Wartestellung gebracht. Okay, das war's. Erstmal retten wir den Sentinel. Hat schon mal Entdeckung. So. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? Okay, wenn noch eine Runde aus ist, hast du wieder fast so Lebenspunkte. Vollkommen in Ordnung. Weg. Nein! Nicht weggepustet. Zu viel Verluste erlitten. So, was machen wir hier unten? Wir sind hinterm Berg. Mit denen erstmal können wir erstmal nichts anfangen. Das war ein schöner Treffer gegen die Meganobs. Ein Schadenpunkt. Drei zu zwölf. Jetzt anfangen hier durchzustarten. Festungen haben uns fast gerannt. Im Norden haben wir schon eine Festung überrannt, sind auf der Mittelinsel. Das Gyrok ist fast nieder. Der Löschwert, also die Titanen werden im Norden komplett durchrennen. Hier, wir müssten dann den Sentinel, den wir hier noch haben. Ultima Ratio erholt sich mal nächste Runde. Und dann marschieren wir mit denen ins Zentrum oder nach Süden, weil da brauchen wir Sicht. Hier oben mache ich mir keine Sorgen, dass nur dass der Titanmanipel durchkommt von allein. Das sieht alles machbar aus. Wir geben ab. So.
muss ich noch eine Runde, müsste da voll aufgelevelt sein. So. Dich erfrischen warm von der Truppenanzahl. Ab nach Süden. Eine Runde erholen, eine Runde erholen. Skiboard ist weg. Rotpanzer auch. Und dann macht mal kurz Pause. Ihr seid frisch, ihr könnt nach Süden. Du bist frisch, du kannst nach Süden. Der Flieger kann gleich rüberfliegen und spotten. Hier sieht alles gut aus. Die Orkstellung nehmen wir nächste Runde. So. So, den hast du weggeburzelt. Sehr schön. Das können wir. Überlassen. Holt euch mal. Das Feuer fährt ran. Oh, schön, 10 Schanzpunkte gedrückt. Ja, im Norden mache ich mir keine Sorgen. Sieht alles gut aus. Sieht auch gut aus. Das Wesenmondflieger, der Stormraven, den gehen wir hier, damit wir spotten können. Und mit dem Sentinel gehen wir hier, damit wir hier ein bisschen spotten können. Damit unsere Schwärmpanzer mal wissen, was Sache ist. Das ist nicht so schlimm, dass auch noch ein dickes Fahrzeug kommt. Dafür haben wir halt die Titanier da. Nicht wahr? Handberichterstatter. Ich will aber nicht, dass du da was einfällst. Na ja, klar. Flammenwerfer ist auch weg. So, ihr marschiert einmal Süden. Na, wirklich viel sehen tust du auch nicht. So, Abmarsch. Okay, da haben wir. Oh, drei sogar. Ah, so ein Mist. Kann sein, dass wir nächsten Sentinel verlieren. Was hat er? Der hat so. Der steht. Das ist ein reiner Nahkämpfer, ja. Und der hat Big Shooters, okay. Unten hat sich alles bewegt. Hier sieht auch gut aus. Ah! Wir haben noch unseren. Dafür ist er gut. Kommt er so runter und unterstützt. Oder auch nicht.
dem mal Schaden gedrückt gekriegt. So. Hier brechen wir durch mit den Titanen. Hier machen wir weiter das gleiche. Hier müssen wir gucken. Hier schicken wir die Space Marines vor. Die sind immer die Speerspitze und die Elite. Sollen sie mal dann auch vor Speerspitzen und Eliten? Das war's. Okay. Sie weg. So. So, alles unterstützt. Wir sammeln uns hier. Wenn wir durchstoßen können. Südliche Mittelbrücke, Mittelinsel ist genommen. Unsere schweren Panzer machen hier den Rest. So gut es geht. Da müssen wir hier aufleveln. Brücke ist eingenommen. Dauert halt noch eine Runde, nicht so schlimm. Wie sieht es hier oben aus? Wald. Ja. Okay, schon verloren. Wo gibt's denn sowas? Ist klar, durch den Wald können sie nicht. Richtig. Schießen. Ich stoße meine Infanterie vor. Haben wir noch Panzer? Ne. Eine kaufen? Wir können eine kaufen, das ist Sentinel. Machen wir auch gleich mal einen Sentinel kaufen. Den brauchen wir im Norden. Klack. Nicht benennen wir. Erste. Legion auf Aufklärer. Aufklärer. Erste Stahllegion Aufklärer, genau. Sonst war nicht die ersten, aber egal. Wenn wir den richtigen Namen hatten. Okay. Da haben wir noch einen Garganten sogar. Flammenwerfer, die haben eigentlich nichts Gutes. Vier Schaden gedrückt von 20, ne? 18. Das wird jetzt interessant. Da tatsächlich da eingehackt die Orks. So, überlegen. Ich werde hier unten natürlich gebremst. Hälfte vom Garanten kriegen wir aber kaputt. Oder auch nicht. Wenn wir hier durchbrechen könnten. Erreichen. Aber
können nicht durchbrechen. Holt sich mal. Jetzt müssen wir hier langsam mal klar Schiff machen. Ein bisschen Schaden. Wir können auf der Straße dann versuchen, den Garganten aus der Ferne zu beschießen. Während der Space Marines puffern und dämpfen. Puffern und dämpfen sollen die. Die beiden werden vermutlich alles, was sie haben, darauf schießen. Wir müssen mit Artillerie versuchen, so viel wie möglich den Garganten kaputt zu machen. Vielleicht können wir dann so durchbrechen. Hier sieht es erstmal gut aus. Die Brücke wäre für dich, glaube ich, hervorragend besser. So. Da berechne ich die Titanen nächste Runde durch. Wartruck, kein Problem. Battlefort ist auch kein Problem. Cyborg wird das wieder gemacht. Hier, sehr schön. Vierer Schaden ist ausgezeichnet. Das mache ich heute 1 bis 3. Dann muss ich da stehen. Wir kommen da erstmal nicht weiter. So, okay. Da hängen wir erstmal fest. Space Marines vor! Ja. Wir behaupten, Nornet war fast durch. Wir haben noch einen gigantischen Squigot mit Killkanone, aber der ist fast hinüber. Dann haben wir die Flak Battle Festung, die dann vermutlich jetzt auf Captain Tycho gehen. Okay, wir müssen hier unten noch eine Runde irgendwie durchhalten. Oh, wir haben ihn fast schon die Hälfte der Lebenspunkte abgezogen. Können wir den Titan niedermachen. Wenn wir jetzt hier durchbrechen würden, nicht mit den Deathstrike-Raketen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen bis zu der Brücke kommen. 7. Für eine Reichweite. Bewegung 4. Ah, zwei Runden, wenn die vielleicht noch brauchen. Oder auch nicht. Kann sein, dass hier auch noch ein Gargant sitzt. Gucken wir mal. Thank you.
einen Punkt abgezogen, sehr schön. Leveln wir mal auf. Da können wir nichts machen. Die können wir ärgern. Hier können wir aufklären. Lebenspunkte hast du noch? Das ist fast ein Lebenspunkt jetzt verlieren. Das gehört auf eine Reichweite. 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. So können wir den auch wehtun. Okay, gut. So, die Titanen lassen sich halt nicht wirklich aufhalten. So, von nichts, wie man merkt. Das, was sie machen sollen. So, der Captain erholt sich mal. Ganz im Norden sieht gut aus. Hier sieht auch gut aus. Die Marines, naja, die werden noch weiter zusammengeschossen. Müssen halt den Garganten irgendwie wegkriegen. Er hat die Hälfte seiner Punkte verloren. Die Megadot schießen wir auch zusammen. Das Ding. Wenn wir hier durch sind, dann können wir das ist schön mit den Deathstark-Raketen beschießen und kommen dann durch. Okay, wir geben ab. Halbzeit. Okay, der Panzer geht rauf. Gehen wir nochmal Punkte für den aus. Firedrakes können wir nichts rein. So, du erholst dich eine Runde. Infanterie vor. Ah, sehr schön. 4. Ah, perfekt. Der Gargant ist Geschichte. Mit der Mann sieht sehr gut aus. Hier leveln wir mal auf. Fahren wir mal zurück. Eine Reichweite von 1 bis 3. Bam! Sehr gut gemacht, drittes Panzerregiment. Sehr gut. So, hier im Süden gefällt mir das jetzt. Jetzt haben wir noch den Stomper, den kleinen Garganten, ein bisschen Infanterie. Und hier müsste noch eine ganze Menge Ork-Infanterie sitzen, aber da können wir uns dann freischießen. So, meine Titanen im Norden.
schießen sich den Weg frei. Sehr gut. Und dann sweepen wir vom Norden runter auf das Ork-Camp. Und dann müssten wir hier gut durchkommen. So, alle Truppen bewegt. Das Ding kriegen wir auch noch kaputt. Na, das sind Salamander-Terminatoren, sondern reine Nahkämpfer. Ah, scheiße. Lebensmittelverluste sind jetzt nicht so schlimm. Nett gesagt. Rennt euch den Weg frei. Salamanders. Die südliche Kolonne rückt vor. Kann also zu null wegpusten. Sehr gut. Ja, da gehen wir noch nicht rüber. So, guck mal. Klären wir hier auf. Da ist nichts weiter. Okay. So, Dead Orc Camp dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Ein paar Shooter Boys, ein paar Nobs, Megadot mit Kill Cannon, Code Megapanzer, ein paar Nobs, Dashbird, aber können wir alles wegbomben. Und hier unten kommt auch eine Seahorde ran. Sehr gut. Wir geben ab. Dafür ist er gut. Dafür taugt er was. Du holst dich. Durchbruch. Das hast du in der Ecke auch fast geschafft. So. Jetzt kann man den Titan erstmal machen.
können wir mit den Titanen Richtung Süden auf diese Stadt vorrücken. Die arbeiten sich da ja gut ab. Ja, es gibt immer noch ein paar kleine Verluste, aber das dürfte jetzt nicht mehr allzu wild sein. Kannst du mal vorgehen. Nichts weiter zu sehen. Eigentlich die Orks dürfen jetzt relativ passiv sein. Ja. Alles klar. Dann mit dir, dass du auf den Herdöff gehst. Was kann der sehen? Deine Sichtweite von 2. Nicht so schlimm. Ganze Artillerie muss man hier lämmerschwanzen. So. Durchgestoßen. So. Sieht gut aus. Hier die letzten Reste der Ork-Truppen. Sehr schön. Und wir geben ab. Gut, jetzt haben sie mal Flieger abgeschossen. Ah, das nicht unsere die Truppen waren, die wir abgeben müssen. Das wird fein gemacht, Terminatoren. Brennt sie raus! Brennt sie raus! Das ist ehrlich ein Lebenspunkt. Durchbruch ist geschafft. Bam. Stadt eingenommen. Da ist auch nichts mehr. So, und wir sind nur das Ziel einnehmen. Ich würde mal behaupten, das Spiel wird nicht sagen, dass wir gewonnen haben. So, ich kann mir den Sentinel hier noch. Bam. Ich würde behaupten, wir haben die Schlacht gewonnen. Ne, er will noch blutig. Na denn, die von Strabklatscher. Nehmt das letzte Ork-Lager ein. Und dann haben wir die Schlacht am Stüges. Haben wir gewonnen. Sieg fürs Imperium.
komplett ausradiert, die Orks am Fluss Stygis. Ja. Gut, die Salamanders mussten ein bisschen leiden, aber sie wollen immer Helden sein, dann sollen sie auch Helden spielen dürfen. I hope the stench of burning orc flesh isn't too unsettling for your unaltered senses, Commander. Das riecht nach Sieg. Personally, I cannot imagine a sweeter smell. As predicted, your men did well. You have forged a formidable army. In Vulcan's name, I offer tribute, so that we might fight together once again. Continue on your course west, Commander. Hive Infernus still lies in bondage to the orcs. It's as though the high-ranking officers have deliberately left this hive to suffer for its sins of falling to the greenskins without a fight. Unlike the other captured hive cities, Infernus's population remains largely alive. It has been enslaved and is now working in the manufacturing. If the orcs around Infernus are crushed in a quick and powerful blow, the population will no doubt revolt and overthrow their Xenos overseers. So you won't need to track down and destroy every last orc in the labyrinth of the hive. Citizens of Infernus will do the job themselves. And rightly so. They have not yet played their role in this war. Time to pay Der their Infernus. Debts and enact change. Infernus ist Infernus, genau. Nehmen Sie alle 6 Siegpfeiler ein und sonst was mit 5 bewaffneten Flüchtlingshainten überleben, okay. Okay. Das ist aus Infernus, ja. Hier ist das Stygis wieder. Nicht der Infernus-Fluss, genau. Kommen wir vom Südwesten leicht. Gucken wir mal, können wir was. Abgeben können wir nicht, können wir was kaufen. Ich kann 2 Einheiten kaufen, okay. Ich brauche einen dritten Sentinel, eindeutig. Brauchen halt noch einen Aufklärer. Und da würde ich noch einen schweren Panzer kaufen wollen. Oder noch einen Titan. Noch ein Titan. Das war ein Zweierpärchen machen können. Genau. Immer wieder, sag mal, unser normaler ist Aquila Ignis. Ein Weaver. Genau, der Weaver ist ganz gut. Kaufen wir nochmal einen Weaver Titan. Den wir dann aber auch noch entsprechend umbenennen werden. Gut. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an.